Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein etwas anderes Video, denn am Montag habe ich ja die Storytime rund um meine süße Emmy hier hochgeladen und es kamen ganz, ganz viele Kommentare von euch, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, wie Emmy aussieht mit blonden Haaren. Und deswegen bin ich in den endlosen Weiten meiner Bildergalerien auf meinem PC für euch auf die Suche gegangen und habe viele süße Bilder gefunden von Emmy und habe einige schöne Bilder für euch zusammengestellt. Und ja, jetzt ein süßes, kleines Bildervideo für euch zusammengestellt. Und wir zwei wünschen euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen. Das waren die Bilder, die ich für euch zusammengesucht habe über meine süße, große Mausi. Ich finde, sie hat sich wirklich zum Positiven geändert. Als ich die Bilder gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen, sind bei mir so einige Erinnerungen und Gefühle wieder hochgekommen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet, was eure Meinung dazu ist. Ich finde persönlich mit den hellen oder mit den blonden Haaren sah sie sehr babylike aus, so ja wie so ein bis anderthalb Jahre altes Baby. Und jetzt mit den dunklen Haaren sieht sie einfach so, ja, so groß aus, so eine große Schwester einfach. Und das ist sie einfach auch. Sie ist und bleibt einfach meine große Prinzessin. Ja, sie wirkt einfach auch wie so eine Vierjährige und ja. Das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Ein ganz kleines, spontanes Bildervideo über die Veränderungen von Emilia.
Ich find's toll, wie sie sich verändert hat. Und ja, sie bleibt für mich einfach die große Maus, die sie jetzt ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis morgen. Tschüss.